Hallo zusammen, willkommen zur 16. Folge von Sherlock Holmes klaut im Garten einer alten Dame die Hacke. Eine Geige. Und zwar eine richtig schöne. Aber wo ist der dazugehörige Koffer? Ja, wo ist der Koffer? Eine imposante Sammlung für jemanden, der alleine lebt. All das liest er? Ich bin beeindruckt. Also, heutzutage kann man das nicht mehr anhand des Bücherregals erkennen, was einer liest, weil wer hat nicht heutzutage E-Books, ja? Also ich lese ja nur auf meinem iPad eigentlich die Bücher. Also ich kaufe mir keins mehr mit Seiten. Das Doofe ist halt, man kann es nicht mehr verkaufen, gell? Schon schlecht. Aber ey, ich finde es irgendwie so geil, stellt euch vor. Einerseits natürlich so einen Raum, der doch dann ziemlich wuchtig wirkt durch die Anzahl der ganzen Bücher, gell? Und aber doch, man sieht das ganze Wissen einfach so, wie es die Menschheit gekannt hat, ja, oder? Du bist uns angekommen in so einem aufgeräumten Zen-Raum, ja? Hast nur ein so Ding da stehen und da ist das ganze Wissen der Menschheit versammelt. Wisst ihr, wie ich meine? Hallo? Auch hat auch was für sich auf jeden Fall. Diese Kerze ist noch warm. Sie wurde vor kurzem benutzt. Am helllichten Tag? Wozu? Tja, wozu? Sehr geehrte Drogenputzler. Was ist das für eine merkwürdige Vorrichtung? Tja. Dieser Mülleimer wurde ausgeleert und dann hat jemand ein zerrissenes Stück Papier hineingeworfen. Dem Geruch nach zu urteilen, war da auch eine Zwiebel drin. Eine Zwiebel? Legen wir die Papierfetzen auf den Tisch. Oh ja, Puzzle, geil. Da bin ich gleich wieder mit kein dabei. Kein Hut, kein Mantel. Eine Geige. Ja, wo ist der Tisch, auf den wir es legen? Ja. Hier ist der Tisch, jawohl. Oh, so viele Fetzen? Oh Gott. Also das hier muss auf jeden Fall eigentlich fast... Es muss das auch noch drehen, die Scheiße. Ach du Kacke. Oh, Scheiße. Ist auf jeden Fall was Größeres hier. Oh ja. Könnte hier unten passen. Alter Schwede. Das ist ja ein harter Tobak hier. Aber echt, ey. Haha. Passt. Gott sei Dank. Ein Teil passt schon mal. Brauchen wir sowas hier? Passt. Sieht gut aus. Immer noch könnte ich das ganze Ding natürlich komplett falsch aufgebaut haben. Alles möglich. Okay, was haben wir hier jetzt? Passt da nicht hin? Das passt hier auf jeden Fall und hier. Ach Gott sei Dank. Sieht gut aus, sieht gut aus. Oh ja. Okay. Das passt hier rein. Umso besser. Das passt da. Gute Mann. Das passt hier. Ey Leute. Wird das? Ups.
Das hat hier gepasst, sehr gut. Das passt hier unten. Das passt hier, perfekt, perfekt. Schaut euch das an. Seht ihr das, Leute? Passt. Passt. Beide Seiten des Blattes sind leer. Das war ein nutzloses Unterfangen, Holmes. Ach, nicht unbedingt. Nicht unbedingt, Watson. Genau, mit der Kerze kann man das nämlich benutzen. Achtung, ich hab's hier oben schon drin jetzt. Ich sag euch was. Wer kennt nicht den alten Trick? Das kennen wir aus... Hoppla, sorry. Aus 1000 verschiedenen... Stories. Mit dem Schal weiß ich jetzt nicht genau. Also finde ich mal das leere Blatt. Ich brauche etwas. Ich brauche... Vielleicht doch den Schal? Was ist das für eine merkwürdige... Nee, den Schal nicht. Was kann man sonst noch brauchen? Wäscheklammer vielleicht? Ja, sehr gut. Was ist das... Jetzt... Dann geht's mit dem Schal vielleicht Luft zu fegeln? Keine Ahnung. Geil. Ja, geil, aber wofür ist der Schal? Seht ihr das? Das ist so geil. Also. Stinging, wahrscheinlich. Stinging. Seed. South, Süden. Gang. Okay. Wolf. 1. 3, 2, 1. Street. Wolf Street. Ah, ich kann da klicken, okay. Ah, okay. South Bank Wharf. Stinging. Ja, pff, keine Ahnung. One, two, three. Wharf Stinging. Stinging to st... Boah, pff. Ich hab's vergessen, ne, oder? South... Bank. Wolf Street. Auf sehen wir Wolf Street. South Bank. Oh Gott. South Bank, Stinging Wolf Street. Ey, ich kann damit gar nichts. Null anfangen, null. Also absolut nichts, oder? South Bank, Stinging Wolf Street. Wolf Bank, South Street. South Bank, South Street. 253. Also, sorry, da geht ja gar nichts. The Strand. Oh Gott. Okay, also sorry, ich weiß es nicht. Ich schau mal nach an der Stelle und das heißt, da kommt ja keiner drauf.
Stinging Street. Wolf. 3, 2, 1. South Bank. Aber sorry. Die Adresse eines Docks an der Themse. Keine Ahnung, wie ich da hätte draufkommen sollen. Klar, als Engländer, als Londoner kommst du vielleicht drauf, aber sonst kommst du drauf. Auf die mit Zwiebelsaft geschriebene Nachricht. Okay. Mein lieber Watson, im Garten und in diesem Zimmer fehlen gewisse Dinge, die eigentlich an ihrem Platz sein sollten. Was meinen Sie? Also der Revolver fehlt. Der Geigenkasten fehlt. Das ist nicht richtig. Nochmal von vorne. Ja, genau. Die Schaufel hat auch gefehlt. Schnell, Watson, wir dürfen keine Zeit verlieren. Gehen Sie und bedanken Sie sich bei der reizenden Dame, während ich versuche zu verhindern, dass uns unser neuer Freund entwischt. Entwischt? Wie kommen Sie darauf, dass er weggelaufen ist? Ich glaube, dass unser Freund eine Verhaltensanomalie aufweist. Sie haben bestimmt schon von diesen armen Menschen gehört, die ihre Zeit damit verbringen, im Garten Kieselsteine zu zählen oder hunderte Male Gegenstände von einer Stelle zur anderen zu bewegen. Ja, der Hilfe des Bischofs leidet an einer leichten Form dieser Krankheit. Für jemanden wie ihn ist nichts unangenehmer, als die eigenen vier Wände unaufgeräumt zurückzulassen. Und dennoch hat er genau das getan. Eine derartige Unordnung kann nur darauf hindeuten, dass er in einer äußerst verzweifelten Lage war. Und Sie denken, dass Sie ihn erwischen? Ja. Die Kerze hier ist noch warm. Er kann also erst wenige Minuten vor unserer Ankunft gegangen sein. Was mich jedoch beunruhigt, ist der fehlende Geigenkasten und die Pistole. Wir wissen, dass er hitzköpfig und launisch ist. In den Händen eines Menschen wie diesem ist eine Pistole nicht besonders gut aufgehoben. Glauben Sie, dass er sich zu der Adresse aufgemacht hat, die er mit der unsichtbaren Tinte aufgeschrieben hat? Ohne Zweifel ja, Watson. Und was die fehlende Schaufel betrifft, sie wird sicher zum Graben verwendet werden. Wie lange wollen Sie mich noch mit Ihrer endlosen Fragerei aufhalten? Und, Gentlemen, haben Sie etwas herausgefunden? Wir haben genug in Erfahrung gebracht, um Ihnen versichern zu können, dass die Halunken nicht wiederkommen werden. Da fühle ich mich gleich besser. Danke, Gentlemen. Begeben wir uns zu dieser mysteriösen Adresse, Watson. Aber vorher müssen wir einen Umweg nach Lambeth machen. Lambeth? Was gibt es denn dort für uns zu tun? Wir nehmen einen alten Freund mit. Er wird uns bei der Suche nach Mr. Hamford eine große Hilfe sein. Okay, gut. Wo immer wir jetzt hin. Und wer ist dieser Freund? Jemand, der uns schon bei dem Fall geholfen hat, den Sie so hochtrabend das Zeichen der Vier genannt haben. Okay, also da das mein erster Fall ist hier von Mr. Sherlock Holmes und seinem Handlanger Dr. Watson. Dr. Watson? What? Oh, es kommt wieder in dieser grandiosen, seht ihr nur, wie das Wasser sich bewegt. Und wie der Hund schnüffelt, ja. Ah ja, da ist er ja. Das ist die Adresse, die der Neffe des Bischofs unbedingt für sich behalten wollte. Ich frage mich, was dieser Ort mit der Ermordung des Bischofs zu tun hat. Ich glaube, das ist für die den Stelle. Der Disput zwischen dem jungen Mann und seinem Onkel muss irgendwo hier zu finden sein, auf diesem Industrieareal. Und deswegen ist er heute Abend hierher gekommen. Das ist ein weitläufiges Gelände mit dutzenden Versteckmöglichkeiten. Wie in Gottes Namen sollen wir ihn finden? Der gute alte Toby ist der beste Spürhund der Stadt. Sollte sich der außergewöhnliche Mr. Hamford hier aufhalten, wird Toby ihn zweifelsohne finden. Ich habe selten einen so alten Hund gesehen. Können wir seinem Geruchssinn wirklich Vertrauen schenken? Alter Toby riecht immer am besten. Außerdem werden sie den Neffen verfolgen. Nehmen Sie das Boot und fahren Sie um die stillgelegte Fabrik herum. Scheiße. Falls der Neffe des Bischofs fliehen will, muss er dorthin. Sollten Sie auf ihn stoßen, halten Sie ihn auf, bis ich wieder bei Ihnen bin. Nun gut. Machen Sie sich bereit, Watson. Toby, schreitet so rum, Toby. Möge die Jagd beginnen. Ja, und möge die Macht mit Ihnen sein, Tobys Geruchssinn ist legendär, aber er muss wissen, wonach er suchen soll. Such, Toby, such. Braver Hund. Ey, die Schande, echt, die Schande. Toby, sie steuern Toby, den
Drecksköter. Ja. Und wie auf Scheiße läuft. Also komm. Toby, du hast seine Fährte aufgenommen. Ey, die Schande. Halt doch die Fresse, Junge. Was soll das hier heißen, Toby? Ich glaube nicht, dass er sich hier einen Drink genehmigt hat. Als was ich auf jeden Fall sagen wollte, ja, dieses Doktor sah genau das aus, wie Guybrush Threepwood wo runterspringt und allen beweist, dass er 10 Minuten die Luft anhalten kann. Unser Freund ist in diese Richtung gegangen. Naja. Scheiße, Alter, der Toby. Jetzt wirst du da echt auch noch hier so blamiert vor der ganzen Welt. Hier ist nichts Interessantes. Ich muss schon hier ein bisschen schnüffeln, können wir noch ein bisschen mal. Ui. Was ist denn hier passiert? Der Hebel klemmt. Mhm. Unser Freund ist in diese Richtung gegangen. Oh ja. Yeah. Kann man auf jeden Fall bestätigen. Vielleicht gibt es sowieso noch was zu riechen. Oder noch irgendein Erfolg abzustauben. Schmierfett. Ja, weil Dr. Kleptomane Holmes nimmt alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Aber wenn der Hebel klemmt, gell, können wir mit Schmierfett den Hebel lockern. Na komm, gehen wir hoch. Lässt sich nicht öffnen. Okay. Ja, einer der Standardsätze in diesem Spiel. Lasst es euch nicht öffnen. Nein, das geht so nicht. Das kann Kuku nicht machen. Jetzt die Achtung. So. Okay, cool bleiben. Guter Toby. Jetzt Finale Grande. Geht nicht. Okay, komm schon. Hier, hier, hier. Der Pfosten sieht gut aus. Und jetzt weiter geht's. Geht wohl nur da lang. Na super. Naja. Das ist ein Steg hier. Bitte. Da. Das hier. Also hier hinten ist auf den Steg drauf. Oh ja, sieht besser aus, oder? Besser, besser. Thank you.
Nicht so schlaue Hunde, weiß ja. Diese Mechanik muss man benutzen. Genau, sehr gut. Und schon geht das Tor auf. Ja, perfekt. Was will man mehr? Braver Hund, Toby. Fresse halten, Sherlock Holmes. Er ist hier durch die Tür weiter. Ja. Durch diese Tür. Von innen verriegelt. Ja, war ja klar. Aber genau, wir lassen Toby auf das Ding drauf. Weil Toby ist ja höchst intelligent. Ah. Ey, wollt ihr mich verarschen, oder was? Klar kann das Toby selbst und denkt es auch dann, oder wie selber, oder wie läuft das? Alter. Oh Mann, ey. Oh Mann, ich bin ein Köter geworden. Gemacht, Toby. Du bist ja ein richtiger Detektiv. Tja, Sherlock. Was soll ich sagen? Du und ich gemeinsam? Werden wir als Vater und Sohn? Ha? Einige Eispickel fehlen. Oh, Scheiße. Und wir als Vater und Sohn die Galaxis beherrschen. Als Toe und B. Also, Tür auf. Das Tor ist verriegelt, aber wir können es gewaltsam öffnen. Das Tor ist... Oh, Stöckchen, Stöckchen. Jetzt kommt's, Achtung. Oh ja. Mit dem Stückchen geöffnet. Na, was will man mehr? Er hat den Haken von hier genommen und ein Stück des Feuerwehrschlauchs abgeschnitten. Wahrscheinlich ist auch nicht wirklich gelohnt, wenn man da die Ecken erkundet. Gell? Okay, und zur Türe. Unser Freund muss auf der anderen Seite des Tores sein. Ja. Oh je, oh je, oh je. Nein, lieber nicht. Keine gute Idee, warum nicht? Jetzt Achtung, und ich stehe wieder drauf. Jawohl, genau, und rüber. Rüber geht's. Na, wie immer gut gelaufen, oder mein Junge? Perfekt.
Ey, was für nicht vorhandene Effekte sollen das sein? Und er geht genauso over, ohne Probleme darüber. Ach du Schande. Aber okay, cool. Passt. Kein Problem. Nee, nee, kein Problem. Von innen verriegelt. Aha. Wenn man das nicht kennt, von innen verriegelt. Oh, hier wurde was weggezogen, oder? Wagenspuren. Mhm. Okay. Oh mein Gott, kann das sein, dass die Brücke soeben repariert wurde? Ist das die Möglichkeit oder was? Ne, verriegelt, oder? Müssen wir da. Toll. Also können wir jetzt rein, oder was? Nachdem wir diese Wagenspuren entdeckt haben, weil die hatten uns gefehlt noch. Kann sein. Gibt's ja öfter. Solche Spuren im Spiel hier. Verriegelt. Ja, ja, ich weiß doch. Ja, auf jeden Fall, Leute. Ich habe jetzt gerade genug gesucht. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder als Tobi und dann schnüffeln wir uns den Weg frei. Bis dahin, macht's gut. Und was baumelt eine zwischen den Beinen da unten? Die Eier im Hundchen. Ah, wie schön. Und der Schniebel. Ist ja. Jetzt Achtung, ist der fein modelliert. Ja, ist es fein modelliert? Ja, guck. Oh mein Gott. Also, bis zum nächsten Mal und ciao.